Mal ein Tuch für eine Maus machen. Wo bleibt das Versorgungsschiff? Das wüsste ich auch gern. Ich hab so satt, Rindfleisch zum Frühstück, Rindfleisch zum Mittagessen. Na, auch gut. Sie hätten wenigstens vorher fragen können. Aber dann hätte ich mich erst vorstellen und Nettigkeiten austauschen müssen. Das hätte viel zu lange gedauert. Ach, und deshalb haben Sie ihn einfach genommen? Ich hatte Hunger. Und ehrlich gesagt habe ich immer noch großen Hunger. Und da Sie offenbar eine Dame von Vermögen sind, wissen Sie nicht, wie sowas ist. Ah, Dr. Helm, Sie sind angekommen. Sie sind Arzt? Ja, und ich komme aus Texas nur, um Ihren Apfel zu stehlen. Wir haben Ihre Ankunft mit großer Ungeduld erwartet. Wir sind deshalb im Rückstand, weil die Männer sterben wie die Fliegen. Sehen Sie. Ein paar Dutzend Soldaten, ein paar Pferde, eine kleine Stadt. Sie ist eigentlich völlig unbedeutend. Haben Sie eine Ahnung, was man braucht, um wirklich Macht zu haben? Gold. Und? Armeen. Und? Sie sehen gar nicht verheiratet aus, Dr. Helm. Ich wusste gar nicht, dass man verheiratet aussehen kann. Oh, doch. Nur trifft das leider auf Sie nicht zu. Sagen Sie, was hat Sie nach Kalifornien geführt? Abenteuer. Ein Mann wie Sie findet das Abenteuer doch überall, wo er hingeht. Meine Blüte! Wein aus Rioja. Danke, sehr nett von Ihnen. Meine Frau ist bezaubernd. Stimmen Sie mir nicht zu, Doktor? Wenn Sie den Arm behalten wollen, achten Sie darauf, dass der Verband trocken bleibt. Gute Arbeit, Doktor. Sie sind ein Engel der Barmherzigkeit. Nehmen wir mal an, rein hypothetisch, es gäbe da mehrere Männer, die auf engstem Raum leben und arbeiten müssen, und die würden plötzlich krank werden. Warum auf engstem Raum? Das ist unwichtig. Die Symptome sind alle gleich. Atemnot, Schwindelanfälle. Vielleicht sind sie erschöpft, werden zu hart rangenommen. Nein, natürlich nicht. Sie bieten mir also einen Anteil an der Mine an. Sie überraschen mich, Hidalgo. Ich bin ein stiller Zeitgenosse, aber ich weiß so einiges. Die Mine ist nur ein winziger Teil von meinem Plan. Was ich brauche ist... Kaffee. Sie sollten sich ein wenig entspannen. Sie sind immer so ernst. Dr. Helm. Seit Sie ein kleines Mädchen waren, hat sich in Kalifornien viel verändert. Entschuldigen Sie mich bitte, Don Hidalgo. Maria Teresa, hier gilt Neugierde nicht als Tugend. Luisa? Luisa, die Soldaten haben seine Leiche in den Hügeln gefunden. Sie sagten, er...
Sehen Sie sich die Leute an. Sie sind mit so wenig zufrieden. Geben Sie ihnen einen Ballen Stoff und ein paar Gläser mit Gewürzen und sie sind glücklich. Dann wird Ihr Traum von der Macht eben warten müssen. Über Sie habe ich jetzt schon die Macht. Und zwar egal, was passiert. Verzeihen Sie bitte, Doktor. Aber ich bin am Verhungern. Der rote Brokat ist bezaubernd. Und dann brauchen wir noch eine schwarze Spitze. Tessa, sieh mal. Ringelblume. Das hilft vielleicht gegen das Fieber. Enrique? Bitte, Colonel. Was für ein Tier reißt einen Mann von seiner kranken Frau und seinen Kindern weg? Wahrscheinlich dasselbe, das einem Soldaten gestattet, seinen Kommandanten zu belästigen. Du bist jetzt Soldat. Benimm dich wie einer. Los, beweg dich. Meine Damen. Montoya sagt, die Königin hätte an allem Schuld. Da hat er vielleicht nicht ganz Unrecht. Das finde ich nicht. Die Königin schenkt den Bauern neue Hoffnung. Und? Hoffnung ist ein gefährliches Geschenk für verzweifelte Menschen. Was erwartest du von mir? Soll ich die Hände in den Schoß legen? Nein. Ich erwarte, dass du die Verantwortung für deine Taten übernimmst. Und für Montoyas Reaktion darauf. Gut. Also gut, dann werde ich heute Nacht Enrique befreien. Willst du aus ihm einen Deserteur machen? Dann kann er niemals zu seiner Frau und seiner Familie zurück. Erst sagst du, ich soll Verantwortung übernehmen und dann willst du, dass ich nichts tue. Versteh doch, was ich dir sagen will. Es gibt Probleme, die du nicht mit dem Degen lösen kannst. Steh auf. Ich geb dir einen Rat. Vergiss die Deckung nicht. Steh auf. Wer wird als Nächster? Du. Senorita? Tut mir leid, Kapitän. Ich wollte Sie nicht unterbrechen. Schon gut. Komm hoch. Geh und wasch die Pferde. Ihr verschwindet. Wieso finde ich nur niemals den Blauton, den ich mir wünsche? Sowas kenne ich auch. Vielleicht sollte ich schwarz kaufen. Jetzt werden doch alle krank. Vielleicht bin ich die Nächste. Völlig unmöglich. Sie haben noch nie gesünder und hübscher ausgesehen. Glauben Sie, ich sehe von allein so aus? Oh nein. Ich muss sehr viel dafür tun. Alle Frauen beneiden Sie. Aber es sind die Männer, die Sie wirklich schätzen. Ich habe mit Kapitän Grisham gesprochen. Ja, davon habe ich gehört. Es ging um meinen Arbeiter, Enrique. Erstaunlich, wie besorgt Sie sind um einen Bauern. Naja, ich kann es mir nicht leisten, ihn zu verlieren. Und da ich weiß, wie sehr der Kapitän sie schätzt... Ich finde es sehr beeindruckend, wie er kämpft, sie nicht? 500 reales Kopfgeld für die Königin. Wer behauptet, dass sie die Medizin gestohlen hat? Kapitän Grisham. Er hat sie gesehen. Ich hätte nie gedacht, dass sie zu so etwas fähig ist. Wie kann sie uns das antun? Sie war doch immer auf unserer Seite. Meine Kinder sind krank. Sie können doch nicht wirklich glauben, dass ich die Medizin stehlen würde. Ihre Frauen und Kinder sind krank. Sie kämpfen mit dem Tod. Sie wissen doch, dass ich keine Diebin bin. Irgendeinem müssen Sie die Schuld geben. Und der Kapitän serviert Ihnen dich. Oh, Grisham, schon wieder. Martha, was ist? Gar nichts. Ich bin gestolpert. Du
Du glühst ja, Martha. Wir stehen ja auch in der Sonne. Mein Gott, du hast das Fieber. Es geht mir gut. Ich bring dich sofort ins Bett. Komm. Was für ein Pech, dass du die Medizin wirklich nicht gestohlen hast. Schauen Sie besser nicht nach unten, Senor!